Hey, hey, hey und willkommen zurück zu einer neuen Folge Remnant from the Ashes. So, hier mit mir geht es weiter und diese... Okay. Okay. Bleib ruhig, bleib ruhig. Bleib du ruhig. Ja, gut. Ja, genau. Wir machen jetzt hier weiter. Letzte Folge haben wir diesen Punkt da genommen und sind jetzt da ein Stückchen weitergelaufen. Dann kann man sich hier super krass verirren. Mit den ganzen Mückenviechern. Okay. Entweder habe ich ihn jetzt richtig getroffen. Oder, ja. Gut, die Sporen. Die Kleinen hier haben wohl nicht so viel Leben. Ja. Die Kleinen sind ja nicht mal Altmetall wert. Also Adrenalin und Eisen gefunden. Ja, heute hatte ich vor, noch mal dann wieder in die Stadt zu gehen. Kristalle, ich habe keine Ahnung, was sie bringen. Okay. Hallo. Darum spielt man das Spiel im Koop. Mein Gott. Hört ihr gar nicht mehr auf. Ja, ja, machen fertig, los. Alter Mann. Der holt die ganze Ebene ran. Was war das denn für ein Saatenkern? Es waren viele Monster, aber die sind alle super schwach, also hat es nicht viel gebracht für die. Aber spaßig war es, auf alle Fälle. Ja, damit haben wir die gesamte Ebene geklärt, würde ich mal so sagen. Wenn das mal kein Erfolg war. Ich glaube, der war ja super laut. Der war super laut.
Damit haben wir alles aufgeschreckt. Oh, noch einer von deiner Sorte. Glaub mir, das kenne ich schon. Ja. Jetzt schön den kleinen Kram mit den Dingern da kaputt machen. Mit dem Schwertchen. Also Jäger ist ja so eine krasse Klasse. Warum, ich weiß gar nicht, ist das, gilt das jetzt schon als Farm? Was ist das? Ist das Monster Hunter spielen oder? Es wirkt, es fühlt sich merkwürdig an. Ich habe jetzt diese eine Adrenalinspritze da. Kann ja auf mein Inventar klicken. Adrenalin, Likör des Entkommens. Nach Verzehr wird der Spieler zum Checkpoint sitzen aktiv. Okay. Entfernt verseucht und erhöht den Bundeswiderstand oder Blick. Okay. Diese kleinen Rollmöpse, ey. Aber anscheinend hat jeder dieser Etagen so ein... Ohne Abkürzung, alles klar. Prima. Das muss ich bei dem anderen, glaube ich, auch noch finden, dass ich da irgendwie durchkomme, aber ich glaube, es ist von der anderen Seite nur öffnungsbar oder... Offenbarheit. Oh, na, keine Ahnung. Aufzumachen. Bemühungen sind umsonst. Die Saat wird alles verschlingen. Jo, was bist du denn? Was habe ich denn jetzt alles noch mit Materialien? Eisen, die Kristalle, Questgegenstände. Ich habe alles. Und dieser Punkt ist böse. Da gehe ich nicht hin, den schaffe ich auch nicht. Ich hätte den nicht mal mit meinen ganzen Dingern da töten können. So, mal schnell zurück zur Station 13, also wirklich. Oh mein Gott. Das war ja was. Ah, schön, dich wiederzusehen. Was brauchst du? Schauen wir, ich will auf alle Fälle die Waffe aufrüsten. Genau. Acht brauchen wir. Acht. Und nochmal, nochmal. Mach's gut. Mach's gut. Ja? Na gut, dann wollen wir mal sehen. Ja, ich hab nichts zum Tauschen. Nun geh. Was? Ich will mal fragen, wie geht's dir eigentlich? Bin am Arbeiten und werde gerade gestört. Nicht die tollen Gespräche, das ist sicher. Genau genommen ist der Hammer hier mein bester Kumpel. Ich
Ich habe leider schon genug Freunde. Wenn ich du wäre, würde ich weiterziehen. Es sei denn, du willst meinen Hammer besser kennenlernen. Ja, gut. Nun geh. Gut, okay. Chill. Ich wollte ja nur meine Waffe verbessern. Wenn ich gleich austicken. Hey du, wir haben uns noch Mein Name ist Reginald Malone. Aber du kannst mich Reggie nennen, falls dich etwas bedrückt. Oder falls du mal plaudern willst. Ah, nur nicht so bescheiden. Die besten Geschichten haben viele Details. Mann, endlich ein neues Gesicht. Die Leute hier sind viel zu schlecht gelaunt. Man muss sich täglich zusammenreißen. Und das ist nicht leicht mit all den Monstern da draußen. Das stimmt, das stimmt. Wenn man nett zu den Leuten ist, erscheint die Welt gar nicht so trostlos. Das ist auch Aber hey, du hast für alle einen Weg nach draußen gefunden. Du bist heute der Held der Station. Du machst uns allen Hoffnung. Was willst du wissen? Weiß ich gar nicht. Station 13? Da fragst du genau den Richtigen. Es gibt viel zu erzählen. Der Ort hier ist steinalt. Die Station ist schon seit dem Anfang hier. Commander Andrew Ford übernahm die Verantwortung. Möge er in Frieden träumen. Es heißt, die anderen Stationen wurden überrannt. Aber unsere nicht. was kannst du mit den anderen hier sagen? Ja. Ich tratsche ja nicht gerne, aber du willst es ja unbedingt wissen. McCabe ist eine harte Nuss, aber ich glaube, ihr gefällt es nicht, alleine zu sein. Briggs, er würde dir sein letztes Hemd geben. Bo hat noch nicht viel Erfahrung, aber er will stets richtig handeln. Ace ist freundlich, aber sie erzählt nicht viel von sich. Wallace, armer Junge. Hat sich gerade eingelebt. Wir werden unser Bestes tun, um für ihn da zu sein. Alan? Verdammt gute Anführerin. Die Enkeltochter des Gründers, Ford. Sie würde es wohl nicht zugeben, aber sie hat ihr Schicksal bisher echt gut gemeistert. Oh, über den alten Reggie gibt's nicht viel zu erzählen. Meine Geschichte ist wie fast jede andere. Trauer, Hunger, Angst. Und durch meine Vorsehung habe ich hierher gefunden. Die letzte Bastion von Güte und Licht. Bevor ich diesen Ort fand, war mein Leben eine endlose Suche. Ich erinnere mich an einen Ring, den ich einst trug. Mein größter Schatz. Das letzte, das von meiner Vergangenheit noch übrig ist. Aber jetzt ist er weg. Brauchst du Sonne? Mal gucken, was du so hast. Genau, bei dir kann ich ja so ein paar Sachen kaufen. Gut, Gewürz, Kugelmittel. Munitionskisten. Gute und sichere Reise. Ja, danke dir auch. Hallo, wie läuft's denn so? Hey, ja, ich habe Ihnen gesagt, dass ich es alleine nicht geschafft hätte. Ich bedauere nur, dass wir Les nicht finden konnten. Meine Glücksmünze hat ihm wohl nicht geholfen. Es wird Zeit, loszulassen. Aber hey, wenn du gutes Material da draußen findest, bring's vorbei, klar? Kann man tauschen, wa? Ah, okay. Also ich kann meine Verbrauchsgüter, die ich nicht mehr rauche, bei ihr verkaufen. Zum halben Preis von dem, was man kauft. Alles klar. Wer bist du? Zelt, okay. Du Whispers, ne? Hier, kann ich reden. Okay. Mit Textilien kenne ich mich aus. Ich mache deine Rüstung schöner. Ringelglühfragmente. Ja. Was ist mit deiner Stimme passiert? Kritzel, kritzel, kritzel. In den Nacken gestochen. Überlebt. Kratze, 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 kratze. Hey, man hat die Bande verlassen, bin hier angekommen. Die Dame dort oben hat mich eingelassen. Kratze, 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 kratze. Werde alt, da draußen wird man nicht alt. Gucken, was bietest du mir an?
Okay, sind das nur... Ah, das braucht die Fragmente, okay. Tschüss. Oh, der ist total niedlich. Ich finde den total süß. Total sympathisch. So, mal quatschen. Schön, Sie wiederzusehen. Die Saat macht immer noch Ärger. Aber dank Ihnen können wir jetzt hier raus. Die Saat macht immer noch Ärger. Okay. Aber dank Ihnen können wir jetzt hier raus. Also, ich habe irgendwie so eine hässliche Magnetkarte gefunden. In der letzten Folge. Und damit hoffe ich, dass ich jetzt mal irgendwas machen kann. Okay, gut, reisen. Gut, dann wollen wir da nochmal hin. Diese ganzen hässlichen Monster töten. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Upgrades und ich will ja unbedingt durch diese Tür. Ich meine, wie kam man da durch? Kann man da überhaupt durch? Darf man da durch? Eingang zur U-Bahn finden. Also hier komme ich ja nicht durch. Hier ist dieser Schacht, das heißt, ich muss oben rum. Und auf dem Weg mochse ich ein paar von diesen Viechern ab. Sie kommen! Bam. So, jetzt muss ich ja nicht mehr so akribisch suchen, sondern weiß, wo ich lang muss. Aber ich nehme trotzdem noch alle mit. So. Und du noch. Er ist am Boden. Gut, irgendwie soll man da ja noch durch. Weil da ist ja auch noch ein Checkpoint. Lol. Mein Gott, Blutung mal 3. Eine schwere Stelle.
Alter, nee. Oh mein Gott. Bin ich echt gestorben. Sie kommen! So. One. And two. So austicken. Ja, die Monster denken sich auch nur so, nein, ich will nicht sterben. Ja, ich hab ihn. Mein Gott, Blutung 1 ist schon scheiße, aber Blutung 3 war ja auch echt die Hölle. Oh, was haben wir denn hier noch? Diese komischen Dinger hier. Keine Ahnung, was zu bringen. Jo, aber die Gegner, die machen auch echt keine halben Sachen. Wenn einer von denen da ist oder so, dann kommen gleich alle angerannt, die aus der Nähe da sind. Ey. Und flapp, fällt er voll live. Ah, scheiße. Oh, da vorne ist auch noch eins von diesen Viechern.
So, da ist noch so ein dritter von denen. Würde ich gerne alle erledigen. Das war übel. Hab halt nur noch 4 Schuss für die. Altmetall. Okay. Du bist also meine primäre Waffe. Wo muss ich denn hin? Ich meine, ich komme nicht durch dieses Tor. Von oben nicht und durch diesen Weg hier nicht und da nicht. Ich habe hier 2 Tore, wo ich durch kann. Und dann das. Da muss ich nachher mal gucken. So, dann gucken wir mal, was wir hier alles machen können. Ich will mal hier meine Upgrades machen. Hier, T. 4 verfügbare Eigenschaften. Vitalität. Aktuelles Leben. Gesundheit 7.5. Ah, okay. Also Gesundheit haben wir dann immer mal 10 oder so. Gut, dass die Gegner uns aktuell nur minus 9% wahrnehmen, das ist natürlich super krass. So dunkel, kann kaum was sehen. Und das verborgene Heiligtum. Und da geht's das nächste Mal weiter für uns. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann, schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Remnant.